So, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die beim PvP Selbstmordtraining mit Vicky, hallo. Hi. Und Synapsen-Dodger, hallo. Hallo. Plan ist es, wow, die haben ja die Goldrute ja auch ganz schön verändert, ne? Das Icon. Das sah sonst immer anders aus. Die Goldrutenpflanze. Sehr viele Pflanzen wurden schöner gemacht, finde ich. Ich habe auch zum ersten Mal Hafer gefunden. Nee, nicht Hafer. Hopfen. Hopfen. Echt, man kann jetzt Hopfen so finden? Ja. Als Pflanze. Dachte mir, oh. Also das ist wirklich neu. Mhm. Das kenne ich ja noch nicht immer. Ja, ich war in einer Stadt, in so einem Stadtgarten oder so. Und dann habe ich einfach die ganzen Pflanzen kaputt gemacht. Und dann stand auf einmal Hopfen dabei. Wow. Liebe Zuschauer, Ziel dieser Folge ist, die Dame und den Herrn zu suchen und zu finden und zu töten. Wollen Sie sich nicht selber töten? Aber so wie ich das Glück habe, man ist kurz vor denen, man sieht die noch so vom Weiten und dann kommt der Puma von der Seite und dann werden die vom Puma getötet und wir sitzen da und haben nichts gemacht. So wird's kommen. Ich habe das Gefühl, als wäre hier schon mal jemand drin gewesen. So sieht das zumindest aus. Ich weiß nie. Achso, ich hatte hier... Doch, hier war jemand. Hier sind nämlich Holzrahmenblöcke. Ich weiß trotzdem nie. Ich hab die doch nicht gesehen. Ich weiß, wo du bist. Ah, Mann, ey, ich bin doch bescheuert, ey. Bist du im grünen Gebiet? Ja. Ja. Du hättest doch drinnen da auch alles mitnehmen können. Ja, da bin ich aber gestorben. Ach, stimmt. Das ist nur das einzelne Haus, was das ist, oder? Ja, das ist bloß ein einziges Haus. Mhm. Gott sei Dank bin ich 50 Kilometer weiter. Ah, du bist ja gestorben. Ja, da bin ich gestorben. Kannst ja mal gucken, vielleicht gibt dein... Ja, ich habe ja das die ganze Zeit gerade leer geräumt in der letzten Folge. So, ich werde euch jetzt suchen. Oh nein! Seid ihr immer noch alle im Wintergebiet? Nein. Als ob wir dir das jetzt sagen. Ja, ich möchte es wissen. Reis aus Richtung Süden. Reis aus Richtung Süden. Umgekehrte Psychologie, das heißt, geh nach Westen. Ich finde es schon. Ich mach das schon. Ich krieg das hin. Mach das. Mach ich gut. Du bist hungrig. Schon nicht wieder. Dann musst du was essen. Ja, die ist die ganze Zeit am Meckern schon wieder. Dann musst du zurückmeckern. Achso, können wir ja mal gucken, wie gerade so der Stand ist. Also wir machen halt tatsächlich ja bloß Spielerkills. Aber wird es nach Punkte geben, wie viel oft man gestorben ist, dann liegt Vicky in Führung. Ah, ich habe schon 12 gekillt. Ha. Was? Ich habe schon 12 Gegner gekillt. Ach, Tatsache. Also. Synapse, was ist denn bei dir los? Was? Du hast doch noch Cocking getötet. Ich bin ja auch Pazifist. Jetzt geht's los. Nee, ich will erstmal ein bisschen hochleveln, bevor ich hier irgendjemanden töte. Bau dir einen Steinvorschlaghammer. Was? Bau dir einen Steinvorschlaghammer. Und dann? Hast du einen Steinvorschlaghammer?
Ah, das ist ja auch nervig. Jetzt wird das auch noch auf der Karte mitten im Bildschirm angezeigt. Der Abwurf. Welcher Ablauf? Abwurf vom Flugzeug. Abwurf. Echt? Ich habe noch gar keinen gesehen. Ja, der ist gerade an mir vorbeigeflattert. Und bei mir wird auch nicht angezeigt auf dem Kompass. Na, bei mir schon. Geschweige denn auf dem Bildschirm. Bei mir schon. Da würde ich mal sagen, da hast du Schwein gehabt. Es ist nur eine Frage, ob ich mit den holen soll. Ich habe ja gelesen, die Zombies, die können ja besser schwimmen als Spieler. Das Ding landet genau im Wasser. Dann musst du aufpassen. Ja, falls es im Wasser landet. Das landet genau im Wasser. Ich bin ja 100 Meter von dem Ding entfernt. Dann musst du aufpassen, dass hier keine Zombies folgen. Boah, ist das langsam. Oh nein. Hä? Die Zombies haben sich schneller gemacht und den Spieler haben sie langsamer gemacht. Zombie schneller, Spieler langsamer. So. Ach, sabbel mich nicht. Oh Mann. Das habe ich mir nicht richtig überlegt. Also du als Spieler bist langsamer im Wasser als in der Alpha 18. Mein Gott, warum verfolgt er mich jetzt da? Aber dafür gibt es nette Geräusche, wenn du auf das Wasser schlägst. So, jetzt bin ich auch noch überlastet. Schneckentempo. Nee, das darf doch nicht wahr sein. Kann ich was loswerden? Okay, auch wenn du jetzt läufst, verlierst du... Nee, das passiert nur unter Wasser. Yep. Also unter Wasser verlierst du Ausdauer, wenn du nur normal B drückst. Über dem Wasser nicht. Und Vicky, kurz vorm Sterben? Nein, einige nicht. Oh. Ich hab zwar nur noch 7 Leben, aber sonst. Ich hab ein paar Schmerztabletten. Hab ich auch. Kannst du auch von mir haben. Ich töte dich auch nicht. Also ich finde den Kriecher übelst seltsam. Welchen? Den ohne Beine?
Ja. Also ich finde, das war so sehr angenehm, aber die Beine, das ist. Sieht aus wie Stöcke. Zwei Stöcke, die da so aus dem Unterkörper rausgucken. Und der schlägt hier fröhlich in die Luft. Warum auch immer. Und wie sieht's aus bei euch? Ganz easy. Ein paar Zombies. Im Wintergebiet? Ich will's wissen. Ja, Nein, im klar. Schneegebiet. Im Schneegebiet. Gut, dann kann ich euch jetzt suchen. Mach das. Wo bist denn du? Im Schneegebiet. Ja, Ja, da kann ich. Nee, sage mal, da komme ich dir entgegen. ich bin im Schneegebiet, keine Ahnung. Müsste ich die Karte aufmachen? Hier ist Wasser, Bäume, paar Steine. Reicht dir das als Beschreibung? Nö. Gut. Ach so. Neblig ist es auch. Aha. Der Zeit, ey. Oh, hier liegt ja jemand. Bitte werd nicht wach. Bin auch ganz artig. Also ich bin gerade am Rand der Karte, habe ich gerade festgestellt. Okay. Ich auch. Strömer. Auch du keine Sau. Ich hab's Westland gefunden. Yeah. Ich mag dort aber nicht reingehen. Warum? Zu viele Minen. Achso, ich habe gedacht, zu viele Zombies. Nö, auch deswegen habe ich keine Angst. Ja, aber zu viele Minen. Oh.
Und das Wasser aussehen soll wie Heu. Das sieht für mich aus wie Strom im Leben gepackt. Mhm. Und man kann es nicht mehr aufheben. Okay. Kann das so sein, dass die Zombies ein bisschen mehr abhalten als vorher? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Ach doch, hier drücke ich, um Heubein aufzuheben. Man kann ja so ein paar Psycho-Spiele spielen, hä? Die da wären. Ich seh dich, Synapsenklatsche. Mhm. Schön. Back dir den Keks? Nö. Jetzt nicht. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte dort hinten die Wiki laufen. Unmöglich. Wo du gerade stehst? Ja. Naja, hätte er klappen können. Ja, hätte. Wie war das mit dem Hätte und dem Hund? Naja. Aber bei Wiki ist gerade höchste Konzentration. Ja, aber echt. Tja, warum, das kann ich dir sagen, die ist schon seit einer halben Stunde am Leben. Ah, okay. Ja, langsam kriege ich auch die Sachen zusammen, also da muss ich nicht mehr mit den Händen kämpfen. Hast du einen Timer mitlaufen? Nee, das ist jetzt einfach nur so gefühlt. Süßer, apropos Sachen. Oh, fast 28 Minuten am längsten am Leben. Derzeitiges Leben 29 Minuten. Sag ich dann eine halbe Stunde? Oh, ne, ich geh weiter. Bei mir sind es 33 Minuten. Yeah. Komm, ein bisschen mehr Begeisterung, wenn ich bin, darf, ja? Das reicht dazu. Nee, du musst jetzt völlig ausrasten vor Freude. Yeah! Applaus. Applaus. Das war gut. Ihr seid böse. Das ist Ansichtssache, ne? Das sage ich meiner Mutti. Mach das. Die wird sich freuen, wenn sie meinen Namen hört. Guck mal hier, längstes Leben 1 Stunde 38 Minuten. Derzeitiges Leben 1 Stunde 38 Minuten. Ich mag dich nicht mehr. Das stört mich nicht.
Und irgendwas scheint die auch mit den Leitern gemacht zu haben, also in der Leiter runterzugehen, das ist auch nicht mehr gerade einfach. Wieso? Das ist irgendwie verändert. Das war früher nicht. Mhm. Ich jetzt zwar immer noch nicht ganz voll, aber nicht. Na, ich bin gerade an der. Wollte gerade die Leiter runtergehen und die wollte aber nie gehen. Die hing oben an der Kante fest. Die Leiter geht ja auch nie. Arschkeks. Hähnchen piep einmal. Ja, das denke ich mir nämlich auch gerade, weil ich glaube, dass jemand bei mir in der Nähe ist. Aha. Kannst du mir auch sagen, wo das ist? Damit ich dir sagen kann, ob ich das bin? Da, wo der Schnee ist. Aha. Bewegst du dich auch? Nee. Naja, jedes Mal, wenn ich reinkomme, wo du bist, bei da, wo der Schnee ist. Ich sitze in der Ecke. Oh, nee. Nein, weil hier ist leer gelootet und ich weiß, dass ich das nicht war. Aha. Beim Schnee. Ja. Aha. Naja. So, warte mal. Bett. So viel Bridge Pony. Ist das so eine Art Scheune? Ich hab Angst. Wieso kommt das Schneemonster? Aber ich muss mal sagen, der Schneefall von der Alpha 18 sah irgendwie schöner aus. Schneefall? Na, bei mir schneit's gerade. Aha, bei mir nie. Bei mir schneit's auch. Hm. Wo bist du? Ja, im Schneegebiet. Also, boah, Scheißendreck. Also ich weiß ja nicht, wo ihr seid, beziehungsweise welche Karte ihr spielt, aber bei mir gibt's auch noch was außer Schnee. Aua! Hast du jetzt Finger geschnitten? Blöder Vogel! Rückwärts gehen und zuschlagen. Also wenn die Wiki an einem Blatt ist... Ich nehme an, das ist dieses komische Hochhausgebäude da, oder was das darstellen soll. Ich weiß, wo das ist. Ach nee, das war aber kein Wintergebiet. Weil so weit habe ich die Karte ja auch nicht bereist. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur punktweise. Also ich kann sagen, ich bin nordwestlich. Irgendwo. Wo bist du wirklich? Nordwestlich. Aha. Und warum glaube ich dir das nicht? Das ist ja nicht mein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, wo Vicky ist. Da, wo der Pfeffer wächst. Der wächst in Peru. Ja, genau, da bin ich auch. Das ist aber kein Schneegebiet. Oh, eine Tablette. Gott. Das sind sie. Ne? Also ich kann dir gerne 5 abgeben. Apropos 5, ich möchte auch mal eine nehmen. Glaube ich. Es ist auch noch so verdammt neblig auf einmal, da sieht man nichts mehr.
Ja, also der Schnee hier in der Alpha 19, das sind so richtige Pixel. Viereckige Schneeflocken. Na ja. Da kann man ja auch bald wieder Weihnachtslieder singen. Ja, ist er bald wieder soweit? Naja, 5 Monate noch. Also im Schneegebiet kann es sein, dass die Zombies eingefroren sind. Ich bin jetzt an 2 vorbeigelaufen und keiner hat mich gemerkt. Echt, du siehst noch Zombies? Ich habe kein Engine gerade in meiner Nähe. Schon seit über 2 Minuten hier. Bist du an der falschen Stelle? Also irgendeiner von uns hat gerade massig Zombies. Warum? Weil ich gerade gar keine habe. Ich habe auch keine. Dann die Wiki ist... Ah, hier steht einer. Ne, da läuft. Dunkel? Er ist auch gleich wieder 2. Oh, na das ist Sommer. Das ist ja mal richtig geil. Der hat bestimmt eine Kavumme gefunden. Was hab ich? Die Pistole oder irgend sowas. Nee. Aber ganz nah dran. Nee, irgend sowas halt. Irgendwas zum Schießen. Ja. Ey, wer hat denn diese scheiß Karte generiert, ey? Hier gibt's doch nur Berge. Mhm. Kann ja nicht wahr sein. Aha. Wo seid ihr? Dort, wo du nicht bist. Also wenn wir dann nächstes Jahr immer noch hier auf der Karte sitzen. Ja. Dann würde ich mir dann Gedanken machen. Warum? Dann haben wir uns alle sehr gut versteckt. Jeder in irgendeiner Ecke. Ja, so wie es sich gehört. Ja. No? Das brauche ich nie, das brauche ich jetzt und das nie. Das nie, das nie. Brauche ich jetzt auch nie. Aber immerhin habe ich schon mal das Wintergebiet gesehen. Also manche Stellen, die sehen echt hübsch aus. Mhm. Oh. Insbesondere der Schnee, so blau, lila, irgendwo gemischt. Wow, ich bin ja mitten in der Wolke drin. Sehr schön.
müssen. Ach, das ist ein Canyon. Aha. Wahnsinn. Oh, gleich ist wieder 22 Uhr, Hilfe. Yep. Also so Jagdgewehr wäre natürlich jetzt echt toll. Gut, der Synapsen-Dodger hat schon eins. Wieso? Hä, wie kommst du darauf? Keine Ahnung, einfach so. Oh, ich bin doch... Doof, ist das eine Frage? Nee, das war jetzt eine Feststellung. Hm. Ich habe gerade was auseinandergenommen, was ich gar nicht auseinandernehmen wollte. Kenn ich irgendwo, ja. Ja. Und was macht ihr gerade so Schönes? Mich verstecken. Warum? Es ist 22 Uhr. Hm. Und du sind absent, was machst du so? Mich verstecken. Warum? Es ist 22 Uhr. Was stimmt mit euch nicht? Zeit. Verstehe ich nicht. Oh. Ich laufe gemütlich durch die Wildnis. Naja, schön. Kannst mir was mitbringen aus der Wildnis. Da musst du dich aus deinem Versteck verkrümeln. Nee, dann haust du mich bloß. Wer sagt, dass ich dich haue? Ich? Ich würde dich doch niemals hauen. Nein. Ich würde dich bloß erschießen. Mhm. Genau deswegen. Ah, das ist ja gut. Das ist scheiße. Ja, das ist ja gut. Ne, das ist ja scheiße. Sehr schön. Ich höre so viel Zombies, das ist doch nicht mehr normal. Ich hab alle Zombies, ich hab grad Krokin. Keinen einzigen. Aber lass mal gut sein, ich hab auch grad keinen. Ist das ein gutes Zeichen? Das ist ein gutes Zeichen. Schön. Da sind die alle bei Vicky. Aber ich sehe zwar keinen, aber ich höre die. Die machen auch irgendwas kaputt, so Scheiben und so. Rausgehen, unboxen.
Ja, klar. Natürlich. Ich hab schon 23 Zombies, das reicht. Vorerst. Das reicht erstmal. Ich hab schon ein. Yeah. Das reicht mir auch. So, was wollte ich jetzt? Zu mir kommen, wolltest du. Hast du gesagt. Mischt. Gibt's. Dass ich dich erlösen kann. Oder ich dich? Die Chancen sind wohl äußerst gering. Mist. Das kann doch gar nicht wahr sein, ey. Keine einzigste Waffe hier. Das ist doch furchtbar. Ach, hier liegt auch noch jemand. Gar nicht gesehen. Da werde ich mich jetzt von den Zuschauern erstmal verabschieden. Danke fürs Zusehen. Gut, der Plan, den ich eigentlich machen wollte, der hat irgendwie nie so ganz funktioniert, weil sie sich verstecken wie die Kaninchen im Binder. Also entweder machen sie Selbstmord oder die verstecken sich zum Beten. Das sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich werde dich schon finden, irgendwie. Ne? Also dann. Haben wir es jetzt? Na dann. Ciao, ciao. Tschüssi.